Ich habe hier gerade ein bisschen US-Dollar eingetauscht, ne, weil ich brauche für Visum, brauchst du oder wollen sie halt mehr US-Dollar haben, wenn ich in Asien bin. Verzeihung wegen den Hintergrundgeräuschen. Und erstmal musste ich zu drei Banken und so, kleine Geldstückelungen und so. Das war ein Akt. Und jetzt musste ich, weil ich denen gesagt habe, ich möchte reisen, musste ich meine Länder durchschreiben mit den Daten, sonst wird meine Karte geblockt. Das würde mich richtig hart ficken, wenn diese Karte gesperrt würde. Und dieser Moment, wenn der Banker schon sagt so, wow. Ja, yeah, man, I know, I'm crazy, you know. ist geil, deswegen Props an die Jungs, dankeschön. Und mal gucken, was für Hesse noch auf mich zukommt. Ich zeig euch mal, wo ich gerade meinen Mittag mache. Gemacht haben, ein bisschen was erledigt haben und so weiter und so fort, ne. So ein bisschen das vorbereiten, bevor man wieder losfliegt, bevor das Abenteuer starten kann. Im Fall hier, ich sippe jetzt und dann gönnt euch das. Schönes Stückchen Wiese habe ich da am Wüst. Sweet. Mir ist gerade ein ganz böser Fehler passiert. Ich wollte gerade parallel zwei Flüge buchen, einmal nach Jakarta und dann from Jakarta, also dann würde ich nach Bali fliegen, dann von Bali nach Philippinen. Aber jetzt hat die Seite sich überworfen. Ich habe zweimal den gleichen irgendwie gebucht und bezahlt. Das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich die E-Mails gecheckt habe. Und auf der Webseite konnte ich das erstmal nicht canceln. Also renne ich jetzt zu meiner Bank, weil die Transaktionen wurden auch überwiesen. Und bitte sie drum, das bitte zu blocken, Alter. Ha. Mein Gott, mein Herz rast. Mal gucken, ob ich es irgendwie hingedeichst bekomme. Hurry up. Hey, schnelles Update, und zwar war ich jetzt bei der Bank, hab gesagt, also gefragt, was er noch am Überweisen war. Hey, können wir es nicht sofort stoppen und so? So, nee, darf es nicht mehr überweisen, also darf nicht in dieser Warteschlange sein, sondern muss geschehen sein. Und dann können sie das quasi eine Investigation machen, damit und mit Kontakt aufnehmen zu dieser Firma Asia und das dann klären, ob das auch rechtens war und bla bla bla. Da hatten sie mir noch gesagt gehabt, ich sollte bitte mit der Asia in Kontakt treten, weil ich würde das schneller und einfacher. Gut gemacht, getan, so, ne? Dann habe ich geguckt, ob es irgendwie wenigstens auch irgendwas eine Verbindung auf Englisch gibt, eine Telefonnummer oder so. Nichts. Die haben Callcenters für Thailand, Südkorea und Japan. Ich kann leider keine der Sprachen. Und hat versucht, dann haben sie noch was angeboten mit einem Facebook Messenger oder Twitter Messenger. Also habe ich gedacht, okay, versuche es mal am Facebook Messenger. Aber es ist immer so eine Autoantwort, komme ich auch nicht weiter. Verzweifle nur, weil mich das aufregt. Alter, ne? Hesse. Warum ist das passiert, Tobi? Fuck me, Alter. Bei so Sachen bin ich immer so wie, ich bin ja unterwegs gewesen, habe es nur öffentlich gemacht, habe mein privates Netzwerk genutzt, nicht öffentliches. Und dachte mir so, okay, ich muss es schnell machen, weil ich gebe ja viele gute Daten ein, so was Interessante kann ich jetzt nicht eben zeigen. Deswegen habe ich es relativ schnell gemacht. Und hatte aber, sag ich mal, beide Tabs für die beiden Flüge separat geöffnet gehabt. Natürlich auch inkognito. Nur ist es im Endeffekt beides über dieselbe Airline gewesen. Das heißt, sobald ich diesen einen Flug gebucht hatte, hatte sich im anderen Tab das aktualisiert und quasi konnte ich das normal buchen. Ich habe es nicht gecheckt beim Bezahlen. Ich dachte mir so, okay, ja, ist klar, Daten gecheckt sind, ne? Stimmt schon so. Jetzt habe ich zweimal den gleichen Flug an verschiedenen Sitzen am selben Tag, Alter. Fuck mich ab. Egal, versuchen irgendwas jetzt ins Mittag zu kommen. Hey, ich habe jetzt noch ein paar Stunden dran gesessen, irgendwas zu machen, irgendwas zu fummeln. Ich komme noch nicht weiter. Auch wahrscheinlich gehe ich schon zu spät für irgendwelche Hotlines. Und morgens ein neuer Tag, wir werden weiter versuchen, neue Ideen, neue Energie. Was ich jetzt noch machen kann, war, ich habe jetzt noch weiter geguckt, was ich reisetechnisch weitermachen kann, was auf Kosten mich zukommen, so, ne, also,
nur rein mathematisch, um mich selber zu befriedigen, dass ich jetzt nicht so viel Geld in den Sand gesetzt habe. Aber ich habe natürlich noch so ein bisschen eine Depri, schiebe ich hier im Sinne von, oh fuck Tobi, wie kann das nur passieren? Aber hey, ich habe mich jetzt angezogen hier und bin nochmal losgelaufen, schön zum Opera House gejoggt. Und Kopf frei kriegen, ne? Schön noch was tun, entspannt leben. So, das ist immer, manche Sachen kann man nicht mehr kontrollieren, so, ne? Warum drüber worrigen? Worrigen! Deswegen, also, sportfrei. Das ist die Harbour Bridge und das Opera House. Sick. Ich laufe jetzt wieder zur Stadt. Läuft!